Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Heute ein ganz anderes Thema als sonst. Und zwar die neuesten Entwicklungen, die vielleicht etlichen von Ihnen noch nicht bekannt sind, die im Hintergrund sich abspielen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen oder nur für Eingeweihte. Und zwar geht es heute unter anderem um diese abstruse Idee von den Außerirdischen. Bei uns im deutschen Sprachraum oder in Europa ist dieses Thema mehr oder weniger ein Randthema, aber in den USA sieht es ganz anders aus. Dort sprechen die Christen davon, die Katholiken, dort sprechen sie sogar in den Klöstern davon, von den Extraterrestrials. Und dort ist das überhaupt keine Ausnahmeerscheinung, sondern das ist eine richtige, ja, eine Welle. Die UFOs und die Spacecrafts sind das Thema für die Amerikaner seit dem 8. Juli 1947, wo man angeblich ein UFO gefunden hat, das eine Bruchlandung gemacht haben soll in Roswell in New Mexico. Und seither stirbt dieses Thema in den USA nicht. Und es scheint so absurd, dass man sich denkt, ja, wozu da überhaupt ein Video machen, worüber überhaupt da reden, wozu das Ganze. Es scheint ja völlig absurd und völlig an den Haaren herbeigezogen, eine solche Thematik. Habe ich mir auch gedacht. Aber dann bekam ich in die Hände durch die göttliche Vorsehung, muss ich wirklich sagen, dieses Buch von Daniel O'Connor, Only Man Bears His Image. Und das ist ein Riesenwerk, noch dicker als das andere von The Crown of Sanctity. Dieses Buch hat nämlich über 700 Seiten und hat eine Fülle, eine endlose Fülle von Material. Man kann es ja kaum zur Gänze durchlesen. Und da habe ich gesehen schon in diesem Buch, dass es eine ernstzunehmende Sache ist, weil es sich jetzt so ähnlich abspielt. Wir sind am Ende der Zeiten angekommen, das ist auch seine Überzeugung. Und es ist jetzt wie am Anfang die Versuchung des Menschen durch die Schlange. Das Tier, das ist der Teufel, die Schlange, hat den Menschen verführt, durch faule Tricks. Er hat sich in der Schlange verborgen und die Schlange sprach zu Eva. Heute haben wir es zu tun mit der künstlichen Intelligenz, wo man auch schon Tiere zum Sprechen bringt und dann behauptet, die Tiere hätten auch eine Persönlichkeit und der Mensch hört dann auf die Tiere. Und das ist genau dieselbe Falle, in die Eva getappt ist, wodurch es zum Sündenfall kam. Und es sind nicht nur die sprechenden Tiere mit der künstlichen Intelligenz, KI abgekürzt, oder Artificial Intelligence, wie die Amerikaner sagen, sondern eben es geht noch weiter zurück auf diese Außerirdischen. Die Dämonen wissen ja, sie sind ja schlau genug, um zu wissen, dass sie sich nicht als Dämonen uns zeigen können. Da würde wohl keiner auf sie hören. Sie müssen sich irgendwie verkleiden und verstecken und einen Trick erfinden. Und das sind die Außerirdischen. Wir kennen die Filme wahrscheinlich alle von E.T., dieser Schmalz-Kinofilm von dem kleinen, lieben Außerirdischen, puppenartig und kuschelig. Oder wir wissen vielleicht auch von dem alten Kinofilm oder von der Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Da sollten wir uns auch schon daran gewöhnen, Umgang zu haben mit Außerirdischen. Also uns daran gewöhnen, an den Gedanken, dass es nicht nur den Menschen auf der Erde gibt, sondern so ähnliche Wesen im ganzen großen, weiten Weltraum. Kurz und gut. Diese Täuschung ist nicht bloß eine Sache für Spinner oder irgendwie Ausreißer oder Außenseiter oder Extremisten, sondern es ist wirklich gedacht als eine groß angelegte Täuschung der Allgemeinheit. Und ich möchte mich hier beziehen vor allem auf ein Video von Daniel O'Connor, erst aus den letzten Wochen, mit dem Titel The UFO Deception Explosion of December 23.
Hier bringt er eine ganze Reihe von sehr bekannten Persönlichkeiten, die durchaus nicht dumm sind, sondern angesehen sind, bekannt sind und deren Homepages eine irre Zahl von Aufrufen und Abonnenten aufweisen können. Und da möchte ich Ihnen ein paar von diesen kurz auch vorstellen und ihre Aussagen. Man wird sehen, es ist wirklich ein Faktum oder ein Faktor in unserer Zeit, dass wir auch einmal davon hören. Ich möchte Ihnen dann auch noch einen Heiligen der orthodoxen Kirche vorstellen, der auch darüber gesprochen hat, dass der Antichrist vor der Türe steht. Und dass in dieser Zeit des Antichristen die größte Versuchung die sein wird, dass man eine vorweggenommene Rettung, also eine Rettung erhoffen wird oder Glauben machen wird, es zu machen versucht, aus dem Weltall durch die Außerirdischen. Und dann kommen noch einige andere Details. Ich möchte eine ganze Fülle Ihnen hier präsentieren. Aus einem Video von einem Südafrikaner Adventisten. Das sind natürlich, die Quellen muss man natürlich auch, man kann nicht alles übernehmen, was diese Leute sagen, aber es sind doch wesentliche Wahrheiten, die hier gebracht werden und leider von der katholischen Kirche kaum vermittelt oder gar nicht vermittelt werden. Einfach deshalb, weil man eine regelrechte Phobie hat vor diesem Thema des sogenannten Millenniarismus. Man wagt es nicht, über eine neue Ära zu sprechen, ein kommendes Reich, eine kommende Herrschaft von Jesus und Maria. Im Grunde genommen aus dem einfachen Grund, weil man nicht glaubt, dass sich auf der Welt etwas ändert, dass es andere Verhältnisse geben wird, dass es eine Verbesserung der Verhältnisse geben wird. Also in der Richtung, wie es ja sogar in der Heiligen Schrift beschrieben wird, wenn wir die Offenbarung lesen, Kapitel 19 und 20, wo ja die Rede von dieser tausendjährigen Herrschaft ist, wo Christus mit den Gerechten auf 1000 Jahre auf Erden regieren wird. Und da hat man seit dem heiligen Augustinus eine ganz große Phobie, nur ja nicht von diesem Thema reden, weil man sonst sofort in den Verdacht gerät, ein Millenniarist zu sein. Also die Vorstellung zu vertreten, Jesus würde im Fleisch auf die Erde zurückkommen und hier ein hedonistisches ein großes Festbankett zu machen für alle Erdenbewohner. Oder wenn es auch abgemildert ist, dieser abgemilderte Millenniarismus, dann gibt es zwar keinen Hedonismus mehr, aber dennoch diese Rückkehr Jesu auf Erden mit den Heiligen und es wird eine wunderschöne Zeit sein. Und das ist so verworfen worden und so bekämpft worden im Lauf der Kirchengeschichte, nicht umsonst, zu Recht. Aber dass man jetzt überhaupt nicht mehr wagt, über eine neue Ära, eine kommende Ära der Herrschaft Jesu und Mariens zu sprechen. Und das hat jetzt die Folge eben, dass man in der katholischen Kirche zu dem Thema einer neuen Ära überhaupt nichts hört, so gut wie gar nichts, fast nichts. Und dass umso mehr die Sekten, die Protestanten oder andere Gruppierungen davon reden. Und dann kommt es dazu, beklagt Daniel O'Connor, dass viele Menschen die katholische Kirche verlassen und sich diesen Gruppen anschließen. Dort ist die Rede von einer wunderschönen Zeit, die kommen wird, von der Entrückung und von anderen Themen. Wenn man im Internet schaut, dann wird man staunen, dass solche Seiten, die gerade von der Entrückung reden, bei den Protestanten zum Beispiel, hunderttausende Aufrufe haben. Und das muss uns ja auch irgendwie etwas sagen. Nämlich und eben auch das Faktum, dass die Leute die Kirche verlassen, vor allem auch deshalb, weil die Kirche darüber leider Gottes schweigt. Und die Leute spüren ja, sogar die Ungläubigen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir stehen in einer Krise, wir sehen auch immer mehr Leute sehen, dass das eine von Menschen gemachte, absichtlich herbeigeführte Krise ist und dass sich etwas anbahnt, ein großer Umbruch. Und dieser Eindruck ist nicht einmal neu. Wir lesen das schon in den Schriften von Luisa Picaretta um 1905.
oder 1910, wo Jesus sagt, es bricht alles zusammen, es wurden ja die Monarchien zerstört in Europa, es war ein totaler Zusammenbruch, weil es einen Umbruch gibt. Der Umbruch ist notwendig, um eine neue Ordnung aufzurichten. Die alte Ordnung muss der neuen Ordnung weichen. Das ist im Grunde genommen das Geschehen, das sich vor unseren Augen abspielt. Aber das ist mit vielen geistigen und physischen Erdbeben verbunden. Und deshalb möchte ich dieses Video jetzt machen mit Ihnen. Erstens einmal diese UFO-Thematik, so absurd sie momentan klingt. Und dann eine andere Thematik, möglicherweise kommt der Messias bei den Juden in Jerusalem schon heuer um Pascha. Da spricht eben der Adventist Dr. Walter Veit. Man kann seine Videos auch im Internet anschauen, nur muss ich wirklich anmerken, bitte Vorsicht, er ist kein Christ, er ist kein Katholik, sagen wir so. Er glaubt auch an Christus, aber er wettert gegen die katholische Kirche. Aber trotzdem hat er Kenntnisse, die von größter Bedeutung sind für uns heute, um zu wissen, was sich tut, was geschieht. Was die Juden machen. Sie planen nämlich die Wiederaufnahme der Riten des Tempels und überhaupt die Errichtung eines dritten Tempels. Und das könnte wirklich im Zusammenhang stehen mit dem Auftreten eines Messias. Und dieser Messias ist natürlich nicht Christus. Es ist das Gegenteil, also muss man wirklich annehmen, wenn es nicht Christus ist, dann müsste es ja wirklich der Antichrist sein. Und noch zum Dritten möchte ich Ihnen etwas berichten über Dr. Heiko Schöning, einem Arzt aus Deutschland, einem Analysten, der sich mit ganzer Kraft einsetzt in der Aufklärungsarbeit wegen Corona, aber auch wegen einer neuen Seuche, die schon vorbereitet wird. Es ist keineswegs eine Naturkatastrophe, diese Seuche, sondern wieder eine solche Katastrophe wie Corona, nur mit dem Unterschied, dass diese neue Seuche wirklich dann tödlich sein soll. Zuerst möchte ich beginnen mit Daniel O'Connor aus diesem Video, die UFO-Täuschung, the UFO Deception. Er bringt hier auch Videoausschnitte, dass man auch wirklich sieht, diese Leute, was sie sagen, diese Leute, die an die Außerirdischen glauben und an die Existenz von UFOs. Ich möchte nur zu Beginn erwähnen den Namen von Tucker Carlson. Er ist ein Fernsehmoderator, der auch an UFOs glaubt und das öffentlich auch bekennt, Tucker Carlson. Man findet ihn auch problemlos im Internet. Es gibt dann einen anderen, da möchte ich dann Ihnen seine Worte, seine Aussprüche auch sagen. David Grusch, geboren 1987. Er war ehemaliger Armeeoffizier und ist jetzt sehr stark auch in dieser auf der Schiene der New Age-Bewegung. Am 18. November 2023 hat er die Worte gesprochen oder veröffentlicht und er hat eine ganze Organisation schon hinter sich. Wir stehen vor einer neuen Ära des spirituellen Erwachens. Das ist alles zu sehen bei Daniel O'Connor und zu lesen in englischer Sprache. Unsere Welt wird umgeformt. Die Macht dazu liegt in unseren Händen. Und zwar zu einer erleuchteteren Welt und einer interconnected auf Englisch, also sozusagen intergalaktisch verbunden mit den Aliens. Also wir werden mit den Aliens kommunizieren. In Zukunft wird es keine Spekulation mehr geben über unseren Platz im Kosmos. Wir sind es geht nämlich bei den UFOs und den Außerirdischen im Letzten darum, dass der Mensch als das Abbild Gottes, wie es in der Heiligen Schrift heißt, nicht mehr, dass man das nicht mehr glauben soll. Wenn der Mensch eine von vielen Spezies ist, die es im ganzen Weltraum gibt, unzählige, was ich auf den Ringen des Saturn leben, 8 Milliarden oder Billionen Lebewesen, da weiß man angeblich genau die Zahl, und dort und da gibt es auch unzählige verschiedene Existenzarten,
humanoide oder so ähnliche halt wie der Mensch, dann ist der Mensch ein Zufallsprodukt unter vielen. Da gibt es keinen Schöpfer, nach dessen Abbild wir geschaffen sind. Wenn es so viele gibt, dann sind wir halt etwas unter vielen. Und dann ist es auch zwecklos zu glauben oder lächerlich, dass Gott Mensch wird, um uns zu erlösen, wenn es so viele andere gibt, die vielleicht schon viel länger leben und viel mehr Erfahrung haben und die uns helfen können, die uns herausführen können aus unserer Misere, dann brauchen wir keinen Christus mehr, sondern brauchen die Außerirdischen. Und wir können nur hoffen auf die Kontaktaufnahme, so auf die Art. Und es ist auch ein Physiker auf der Harvard-Universität, geboren 1962 in Israel, mit dem Namen Avi Loeb, Loeb geschrieben, Avi Loeb oder Abraham eigentlich, also ein Professor der Physik an der Harvard. Das ist kein dummer und kein unqualifizierter Mensch. Er bekennt sich auch öffentlich und verbreitet das auch intensiv, die Außerirdischen, zu den Außerirdischen. Er glaubt praktisch an einen Messias, der nicht auf einem Esel daherreitet, dem Jungen einer Eselin, Zacharia 9,9, sondern er wird ein Spacecraft benutzen, also ein Raumschiff. Er wird auf einem Raumschiff kommen. Und das klingt so lächerlich, aber es ist wahrscheinlich nicht so lächerlich, wenn man denkt, dass er aus Israel stammt, dass er Professor für Physik ist und dass er diese Ansichten stark verbreitet in den Internetmedien. Er sagt, die Welt braucht eine Wiederherstellung für Wohlstand, für Frieden und so weiter. Das klingt alles so wunderbar, so schön. Wir brauchen Hilfe praktisch und die Hilfe wird kommen vom Weltall. Friede und Wohlstand kommen durch die Außerirdischen. Darauf stimmt er uns schon ein. Es gibt dann noch eine andere Person, die auch sicher sehr einflussreich ist, eine Universitätsprofessorin in North Carolina, in Wilmington. Sie unterrichtet Religionsstudien. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Studien, also Religionswissenschaften, mit dem Namen Diana Pasulka. Und ihr Name ist auch sehr, sehr wohl ein Begriff in den USA. Und wenn man die Internetseiten anschaut, dann schmeißt es einen um, wie viele Abonnenten es gibt und wie viele Aufrufe dort angezeigt werden. Sie hat auch die Ansicht, dass unser katholischer Glaube eigentlich, wir haben es eigentlich nur mit Schattenbildern zu tun, meint sie. Also der katholische Glaube, wie wir ihn jetzt kennen, das ist nicht die Wirklichkeit, sondern das sind die Schattenbilder einer Wirklichkeit, die dem zugrunde liegt. Und sie leistet sozusagen Aufklärungsarbeit, dass wir jetzt die Wirklichkeit hinter diesen Schatten kennenlernen. Ein Beispiel, Franz von Assisi, es heißt ja, dass er die Wundmale empfangen hat. Und durch einen Seraph, also Feuerpfeile, haben ihn berührt und er empfing die Wundmale. Und ihre Erklärung ist die, dass es nicht durch einen Seraph geschehen ist, also durch eine übernatürliche Einwirkung der Liebe Gottes, sondern das sind Lichtstrahlen, die telepathisch auf seinen Körper aufgetroffen sind und die praktisch Strahlenschäden verursacht haben. Also statt einer übernatürlichen Einwirkung durch die Liebe Gottes, durch diese totale Hingabe an Gott, an seinem Leiden teilzunehmen und umgewandelt zu werden in den Gekreuzigten, handelt es sich schlicht und einfach nur um Strahlenschäden aus dem Weltall. Und da gibt es dann die Schlussfolgerung, das muss eine UFO-Erfahrung gewesen sein. Und Wahrheiten des Glaubens werden auf dieser Ebene umgebogen, also alles nur physisch, wissenschaftlich erklärt, ohne Übernatur, rein natürlich. Und in England gab es einen Psychiater, einen Professor für Psychiatrie, verstorben 2004. Er hat auch nicht direkt an der Harvard-Universität gelehrt, aber an einer Schule, die zur Harvard gehörte in England, Dr. John E. Mack.
Er spricht davon, dass die westliche Philosophie, der westliche Geist, das westliche Denken im Allgemeinen die Hauptsünde ist, unsere Hauptsünde in der westlichen Welt. Das könnte genauso ein Islamist sagen, weil damit ist gemeint das Christentum. Unsere Hauptsünde ist das Christentum, so hat er gemeint. Und das sind keineswegs harmlose Ansichten. Das sehen wir bei Daniel O'Connor in seinen Videos und das schwappt auch langsam schon über auf Europa. Und es ist sicher nicht eine Spielerei, so möchte ich einmal sagen. Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, das ist für Sie wahrscheinlich für viele völlig neu und scheint an den Haaren herbeigezogen. Aber wir haben einmal davon gehört, wir können es auch im Internet nachverfolgen und wir sind jetzt vielleicht aufmerksam und sensibilisiert. Und wir werden ja sehen, was sich in der Zukunft tun wird. Ich komme dann noch einmal auf das Thema von UFOs und Außerirdischen zurück. Wie gesagt, bei dem Heiligen der orthodoxen Kirche, Gabriel von Georgien, verstorben 1995. Aber jetzt möchte ich noch die zwei anderen Themen Ihnen bringen, wie ich angekündigt habe. Dr. Walter Veit aus Südafrika. Also er ist sicher sehr gut informiert und kennt sich auch sehr gut aus in Sachen Heiliger Schrift, Judentum und diese Themen. Es gibt ein Video von ihm, das man auch auf Deutsch mitverfolgen kann. Und zwar heißt das: Die Ankunft der roten Kühe. Wird der Antichrist 2024 im Tempel sein? Es geht also um das heurige Jahr, und zwar, dass die Juden für Pascha, also Ostern 2024, Einweihungsriten planen, also die Wiederaufnahme der Tempelriten. Man hat schon, Dr. Veit führt das vor in seinem Video und zeigt auch die Bilder, man hat schon nachgebaut die Bundeslade, genau nach den Angaben des Propheten Mose, den Tisch für die Schaubrote, man hat den siebenarmigen Leuchter schon gemacht, geschmiedet, hergestellt und die verschiedenen Gefäße für die Ausgießung des Opferblutes der Tiere und so weiter. Und Dr. Veit weiß, dass die Juden die Errichtung des dritten Tempels planen. Und das ist schon auch konkret geplant in der Nähe des Felsendoms, wo man sich dann vorstellt, dass die Juden, die Christen und die Mohammedaner der gemäßigten Art harmonisch miteinander und nebeneinander ihre Liturgie praktizieren. Also so eine Art Einheit, das ist Einheitsreligion im Grunde genommen. Also da arbeitet man arbeitet schon darauf hin. Und es wird ein Videoausschnitt gezeigt, wo der Einführer des Sanhedrin gezeigt wird, wo er ganz stolz spricht. Also es ist wirklich fast erschreckend, wenn man ihn sprechen hört mit einer solchen Härte und einer solchen, er sagt, ich sage einfach nur das, was er gesagt hat. Er kündigt an, dass der Messias sehr bald kommt. Das allein schon. Und er ist ein Jude. Er ist nicht Jesus. Und er wird der Richter sein. Das sind die Worte, mit welchen er sich da zu Wort meldet. Und er kündigt eben an, für Pascha will man 5 rote Kühe schlachten. Das ist auch so eine eigenartige Sache mit diesen 5 roten Kühen. Diese Kühe sind anscheinend früher, hat es gegeben zu dem jüdischen Ritus, wo man ja Kühe geschlachtet hat, das Opferblut der Tiere versprengt hat und die Asche einer Kuh. Das weiß man aus der Heiligen Schrift. Das war der jüdische Ritus zur Entsühnung der Priester oder der Bevölkerung. Und man hat 5 rote Kühe in den USA gezüchtet. Sie sind vollkommen rot. Die Haut ist ganz rot. Das Fell ist ganz rot. Sie sind völlig makellos und fehlerlos. Das heißt, es ist kein einziges andersfärbiges Haar in ihrem Fell.
Und diese Kühe wurden schon nach Israel gebracht. Sie müssen mindestens 3 Jahre alt sein. Und diese Kühe sollen zu Pascha geschlachtet werden. Und mit der Asche sollen dann die Priester eingeweiht werden, die diesen Kult dann wieder aufnehmen sollen. Und in Verbindung mit dieser Handlung erwartet Dr. Walter Veit das Auftreten des Antichristen, also so eine Art Einweihung des Messias und des Antichristen. Ich sage Ihnen das auch, weil es, glaube ich, nicht bloß eine Geschichte ist, sondern dass da wirklich mehr dahinter steckt. Es ist vielleicht nicht so, dass der Antichrist dann gleich so in der Weise auftaucht als globaler Herrscher, sondern dass es sich langsam entwickelt, dass in Jerusalem der sogenannte Messias aufzutreten beginnt und dass dieser sogenannte Messias, das ist natürlich nicht Christus, dass er dann mit der Zeit immer mehr an Macht und Popularität gewinnt und dass er vielleicht dann wirklich eines Tages inthronisiert wird. Und er wird sich natürlich nicht der Antichrist nennen. Damit würde er sich ja die jegliche Anhängerschaft verspielen. Also er wird dann vielleicht als Messias auftreten. Und in Israel, es gibt bereits Rabbis, die behaupten, sie hätten ihn gesehen, sie hätten mit ihm gesprochen, sie wären ihm begegnet. Also das ist auch eine Seite der heutigen Situation, was sich abspielt, was man im Mainstream sicher nicht zu hören bekommt. Und dann noch Dr. Heiko Schöning. Man sieht ein Video, da kann ich Ihnen empfehlen, vom Sender Auf 1 mit Stefan Magnet. Das Video trägt den Titel Der Angriff aufs Mikrobiom. Und diesen Titel hat auch das zweite Buch von Dr. Schöning, wo er die Aufklärungsarbeit uns präsentiert, was er herausgefunden hat. Und zwar geht es hier nicht um das heurige Jahr, sondern um das nächste Jahr, und zwar auch um das Frühjahr 2025, wo jetzt schon fieberhaft gearbeitet wird an eine solche Seuche auszulösen. Und zwar werden in den USA, Dr. Schöning weiß auch genau die Standorte von diesen Fabriken, es werden dort in den USA riesige Fabriken aufgezogen, so formuliert er es. Die Direktoren sind aus der kriminellen Szene, kommen aus der kriminellen Szene. Es gibt sogar Namen, es gibt sogar Fotos von diesen Direktoren. Sie gehören zur Mafia, es ist das Militär, es ist die WHO und alles Mögliche ist da involviert bei der Errichtung dieser Fabriken, die in Riesenausmaß bestimmte Pflanzen herstellen sollen oder auch schon angefangen haben, das zu machen. Das weiß ich nicht genau. Es ist jetzt im Aufbau. Da soll man dann Tabakpflanzen, Tomaten und Salat und solche schnellwüchsigen Pflanzen züchten, die giftige Eiweißbakterien in sich tragen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder diese giftigen Pflanzen direkt auf den Markt zu bringen, dass die Menschen sie gleich so kaufen und essen, oder diese Eiweißbakterien werden herausgezogen aus den Pflanzen und dann können sie natürlich auf alle anderen Lebensmittel oder auch aus der Luft abgeworfen werden. Also sie können dann überall hingebracht werden, diese Bakterien. Und es geht ja um den Angriff aufs Mikrobiom, das heißt auf die Mikroorganismen in unserem, hauptsächlich im Verdauungsapparat, in unserem menschlichen Körper. Und diese Eiweißbakterien schädigen, vergiften, zerstören den Mikroorganismenhaushalt in unserem Körper. Das führt dann zu Durchfall. Und dieser Durchfall hat dann kein Heilmittel. Es gibt dann kein Antibiotikum, das hier helfen würde. Und diese Seuche soll dann Millionen bis hin zu Milliarden von Menschen vergiften. Es gibt dann kein Heilmittel. Dann wird man doch etwas anbieten, und zwar antibakterielle Mittel, die aber auch wieder giftig wirken. Also entweder ist es die Seuche, durch die die Menschen sterben sollen, oder auch dann dieses sogenannte Heilmittel, das dann endgültig die Menschen tötet.
Und dann braucht man, wenn man das noch überstanden hat, dann braucht man probiotische Mittel, um in der Darmflora wieder neue Bakterien anzusiedeln und ist dann abhängig von diesen probiotischen Mitteln, weil der Körper nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu regenerieren. Und so ist man abhängig von einer giftigen, vergifteten Medizin. Diese Katastrophe, wenn sie kommt, wird das Ausmaß haben wie im Mittelalter die Seuchen. Meines Wissens, ich habe das gelesen, dass die Seuchen im Mittelalter ganze Landstriche entvölkert haben, zum Beispiel die Pest. Da gab es eine Sterblichkeitsrate von 30, 40%. Eine solche Seuche würde die Weltwirtschaft kaputt machen. Also die Wirtschaft ist ohnehin schon kaputt. Man pumpt nur große Mengen Bargeld hinein, um das noch aufrechtzuerhalten. Aber dann hat man mit dieser Seuche das Argument, um zu sagen, die Wirtschaft ist kaputt, es wird ein Unternehmen nach dem anderen pleite gehen. Und dann hat man auch schon vorgesorgt. Und das finden wir alles in diesem Video, eine Stunde etwa, mit Dr. Heiko Schöning, der Angriff aufs Mikrobiom. Er erzählt dort, dass er einen Bekannten hat, einen amerikanischen Banker, der einen Ex-Banker, der jetzt in Skandinavien lebt. David Rogers Webb. Also David Rogers Webb. Er hat ein Buch geschrieben, The Great Taking, also das große Nehmen, The Great Taking. Und dort hat er alles praktisch aufgearbeitet und entschlüsselt. Und er hat herausgefunden oder er hat das, er weiß, dass seit Jahrzehnten die großen Banken daran gearbeitet haben, an dieser großen globalen Enteignung der Bevölkerung. Wobei man natürlich sagen muss, es wird nicht alle betreffen. Die Reichen und die Superreichen werden hier wohl eine Ausnahme sein, aber die gewöhnliche arbeitende Bevölkerung wird mit diesen Vorkehrungen enteignet. Das sind Verträge, die schon lange existieren und erarbeitet worden sind. Und es ist alles schon sozusagen in den Startlöchern. Es braucht nur mehr umgesetzt zu werden, dass dann, wenn diese sogenannte Weltwirtschaftskrise oder der Zusammenbruch der Weltwirtschaft endlich kommt, dann treten sie in Aktion. Dann sind praktisch unsere Besitztümer das Pfand für, weiß ich, wenn eine Firma verschuldet ist und man kann die Schulden nicht zahlen, dann werden unser Auto oder unser Haus oder unser Besitz, unser Bankkonto, es ist ja alles im Zugriff der Banken, hergenommen zur Sicherstellung oder zur Tilgung der Schulden. Und so ähnlich soll sich das dann abspielen, dass die Weltbevölkerung, die arbeitende Bevölkerung enteignet wird. Und das ist sicher auch nicht bloß eine schreckliche Geschichte, sondern es ist mehr als eine Geschichte. Es ist eine Realität, die schon im Hintergrund auf uns wartet, wo schon alles vorbereitet ist. Es braucht nur mehr umgesetzt zu werden. Und Dr. Heiko Schöning bemüht sich eben, er wollte das auch bei Corona versuchen, diesen Angriff abzublocken durch Aufklärungsarbeit. Deshalb ist es sicher auch sehr wertvoll, wenn wir das auch weitergeben und auch andere darauf aufmerksam machen. Mit Aufklärung kann so etwas verhindert werden. Wir sind nicht völlig machtlos. Es ist nicht so, dass uns alles wehrlos übergestülpt werden muss. Also diese Dinge sind, das tut sich zurzeit. Ich habe auch ganz schön geschaut, als ich diese Dinge erfahren habe, noch nicht allzu lange her, da ich eigentlich mich gar nicht so interessiere für diese Themen, aber da ich da hingewiesen wurde und darauf gestoßen bin, möchte ich Ihnen das auch unbedingt weitergeben. Und es ist jetzt wirklich für uns Christen angesagt, mehr denn je mit unserem Glauben ernst zu machen. Also ich möchte Sie in keiner Weise entmutigen, sondern ermutigen. Also ja, stärken im Glauben. Und da komme ich jetzt zu dem Heiligen der orthodoxen Kirche, geboren 1929, verstorben 1995, geboren am 26. August genau in Tiflis 1929. Archimandrit Gabriel.
Er kam als Goderzi Wassiljewitsch Urgebadze zur Welt. Also ich hoffe, dass ich das halbwegs richtig ausspreche. Die georgische Schrift, das scheinen mir nur eine Reihe von Ringeln zu sein. Das ist völlig unlesbar natürlich für unser einen und die Sprache wohl auch unaussprechlich. Aber er war wirklich ein, glaube ich auch, ein von Gott geliebter Mensch, Mann. Und Daniel O'Connor, ich bin nämlich durch ihn auch auf ihn gestoßen, er schreibt in seinem Buch über ihn und bringt ein Zitat. Ich habe mich dann weiter erkundigt und versucht, mehr herauszufinden. Aber das Zitat bei Daniel O'Connor lautet so: Zuerst wird der Antichrist, das Siegel des Antichristen, Freiwilligen angeboten werden. Also das ist das Zeichen des Tieres, kaufen und verkaufen. Jedoch wird bei der Inthronisierung des Antichristen jeder gezwungen werden, dieses Zeichen anzunehmen, also dieses Siegel. Und beim heiligen Gabriel, beim Archimandriten heißt es auch, es ist auf der Stirne und auf der Hand, also so wie es in der Bibel vorangekündigt ist. Während der Zeit des Antichristen, das ist ein Zitat von ihm, wird die stärkste Versuchung jene sein, dass die Rettung vom Kosmos her vorweggenommen wird, also vorgezogen, also eine Art, wenn die Drangsal, die Not so groß ist unter dem Antichristen, kommt dann aus dem scheinbar aus dem Kosmos die Rettung. Und zwar sagt er ausdrücklich von Außerirdischen, die aber wirklich die Dämonen sind. Also das wird die stärkste Versuchung sein. Momentan kann man ja schmunzeln über diese Ideen, aber wenn die Not wirklich steigt und steigt und praktisch bis über den Hals, dann kann so etwas wirklich auch eine Versuchung darstellen. Und ich zeige Ihnen dann noch ein Zitat von La Salette, wo man dann auch sehen wird, wie konkret das dann werden wird. Man soll nicht oft zum Himmel hinaufschauen, denn die Zeichen können täuschen. Und so kann man ins Verderben laufen, verdorben werden, also im Verderben enden. Und er sagt auch, das habe ich auch gefunden im Internet, das ist mein letzter Wille und mein Testament. Erhebt eure Gebete für alle, also füreinander. Betet füreinander. Das hat er sehr betont in seinen letzten Tagen. Eure Gebete werden die Berge bewegen. Liebt einander. Also das heißt schon, wenn die Gebete die Berge bewegen, ich wage das auch als Katholikin zu sagen, jetzt von einem russisch-orthodoxen Mönch, weil offensichtlich auch dort der Heilige Geist am Werk ist. Dort hat es auch große Heilige gegeben und gibt es wohl auch welche, die wirklich vom Heiligen Geist Gottes erfüllt sind. Und man hat es bei ihm in seinem Leben deutlich gesehen. Ich möchte nur ganz kurz etwas erzählen, weil er bei uns völlig unbekannt wohl ist. Also ich habe von ihm noch nie etwas zuvor gehört. Wie dann das kommunistische Regime geherrscht hat, auch in Georgien wurde die Religion verfolgt, die Kirchen zerstört, geschlossen. Sein Vater wurde ermordet, er war kommunistischer Funktionär, als der Kleine 2 Jahre alt war. Und der Vater hieß Wassili. Und von da an nannten die Familienmitglieder den Jungen Wasiko, also im Gedenken an seinen Vater. Und er hat schon als kleines Kind eine große Liebe gehabt. Er war so liebenswürdig und liebenswert, dass alle ihn gerne hatten. Er hat aus kleinen Steinchen winzige Kirchlein gebaut und darin Streichhölzer angezündet. Er hat Spiele mit Gleichaltrigen vermieden und zog die Einsamkeit vor. Und er hatte eine Lieblingsbeschäftigung, er hat einen Stecken genommen und lief umher und die Vögel setzten sich darauf und begleiteten ihn mit ihrem Zwitschern. Also er war auffallend gutherzig. Er lernte leicht lesen und schreiben und so weiter. Ich möchte jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte erzählen, aber man sieht, er hat schon als Jugendlicher, er wollte ins Kloster. Und die Mutter, es war ihr nicht recht, dann ist er ausgerissen und er landete bei Schwestern, die ihn natürlich nicht aufnehmen konnten. Die haben ihn weitergeführt zu Brüdern.
Auf jeden Fall hat ihn die Mutter dann nach einer längeren Suche wieder gefunden und sie hatte dann auch nichts mehr dagegen, dass er ins Kloster geht. So ist es auch gekommen, dass er Diakon wurde und 1955 hat er die Mönchsweihe empfangen und er wurde auf seinen Wunsch Gabriel genannt. Und nach 3 Tagen wurde er dann zum Priestermönch geweiht. Das muss alles 1955 gewesen sein. Und 1965 am 1. Mai, das ist ja das bei den Kommunisten das Arbeiter, wo wir den heiligen Josef feiern, da feiern sie den Tag der Arbeit, da hat er ein großes Lenin-Porträt verbrannt, öffentlich, 12 Meter groß. Und die Menschen sind erschrocken. Und er hat gesagt, ich habe das gemacht, weil man einen Menschen nicht vergöttern darf. Anstelle des Porträts von Lenin sollte da der gekreuzigte Christus hängen. Warum schreibt ihr Ruhm für Lenin? Diesen Ruhm braucht ein Mensch nicht. Da muss stehen Ruhm dem Gott Jesus Christus, der den Tod besiegt und uns das ewige Leben geschenkt hat. Das war ein Mut. Natürlich haben sie ihn verprügelt. Er wurde festgenommen, also mit 17 Knochenbrüchen und einem Kieferbruch, in eine Isolationszelle des KGB gefoltert. Man wollte ihn erschießen, er wurde dazu verurteilt. Aber dann ist es anders gekommen. Die Sache ist im Ausland bekannt geworden und dann hat man statt des Todesurteils ihn zur psychiatrischen Anstalt verurteilt. Also er wurde als psychisch krank eingestuft. Jedenfalls hatte er längere Zeit Folterungen zu erdulden und er blieb absolut standhaft. Er hat gesagt, wenn man ihn verhört hat, Lenin ist ein Tier. Und doch kam er wieder frei. Nach 7 Monaten in dieser Anstalt für psychisch Kranken wurde er entlassen. Und er wurde dann Priestermönch in St. Tavro, das ist ein Kloster in Georgien. Er wanderte zu Kirchen und Klöstern, die von den Kommunisten zerstört worden sind, also die verlassen waren, die geschlossen waren. Und er ist dorthin gewandert, um dort die Messe zu feiern. Und wenn es beschwerlich und gefährlich war, ging er allein. Und sonst hat er auch ein paar Leute mitgenommen und er hat ihnen gesagt, mit Plastiktüten auf dem Kopf, im Schnee und im Dreck müssen wir Gottesdienst leiten. Aber wir werden es sehen, dass diese Kirchen und Klöster wieder errichtet werden. Hier wird wieder der Gottesdienst stattfinden. Das hat er gesagt zu einer Zeit, wo das absolut nicht denkbar war, in den 70er und 80er Jahren. Ja, es gibt viele Wunder, die da berichtet werden, die durch ihn geschehen sind. Aber das möchte ich jetzt nicht alles bringen, das wäre zu lang. Nur in der letzten Zeit seines Lebens, also in seinem letzten Jahr, da hat er plötzlich angefangen, über die Endzeit zu predigen. So habe ich die Informationen hier gefunden. Er sagte zu den Besuchern, die ihn aufsuchten, er war sehr, sehr bekannt und es sind immer Leute zu ihm gekommen. Er war also ständig von Menschen umgeben sozusagen. Er hat den Leuten gesagt, dass sie in der Epoche der letzten Tage leben. Und er hat gesagt, ihr werdet noch den Antichrist erleben, wenn Vertreibung und Verfolgung beginnen werden. Dann werdet ihr auf die Berge gehen müssen oder in die Wälder. Habt keine Angst, so wie den Israeliten in der Wüste nichts gefehlt hat und wie sie von der Herrschaft des Pharao in Ägypten befreit worden waren, so wird auch euch Gott schonen, die ihr um der Freiheit in Christus willen in die Wälder geflohen seid oder auf die Berge. Denn auch ihr werdet der Herrschaft von Ägypten entkommen, das heißt der heutigen gottlosen Welt und des Pharao. Das ist hier gemeint der Antichrist, also der Welt, dem Ägypten und dem Pharao, dem Antichristen, entkommen durch Flucht in die Wälder oder auf die Berge. Begreift das, denn diese Heldentat wird euch ins gelobte Land bringen und ihr werdet strahlen wie die Sonne. So soll er gesagt haben. Und er hat in seinen letzten Tagen nur noch über die Liebe gesprochen und mit Tränen in den Augen gesagt, erinnert euch, dass Gott die Liebe ist. Tut so viel Gutes, wie ihr könnt, damit eure Güte euch rettet.
Seid fromm, denn Gott segnet die Frommen. Bereut eure Sünden und bittet um Vergebung, denn morgen ist die Falle Satans. Liebt einander, ohne Liebe kann ein Mensch das Paradies nicht betreten. Er ist gestorben am Allerseelentag, dem 2. November 1995. Und die Leute waren nicht imstande, die Erde hinunterzuwerfen ins Grab. Dann hat sie sich von selbst bewegt und ihn bedeckt. So wird berichtet. Und es gibt ein Video, das über eine Stunde dauert, in englischer Sprache. Da kommen viele Augenzeugen zu Wort, die ihn selber noch gekannt haben. Und da hat auch seine Schwester gesagt, dass er, wie er gestorben war, dass das einen unfassbaren Schmerz verursacht hat, also einen Schmerz, er ist nicht mehr da unter uns, und zugleich eine unaussprechliche Freude. Sie waren wie im Himmel, wie im Paradies, beides zugleich, ein tiefer Schmerz und eine unfassbare Freude, also etwas ganz Himmlisches. Und ich habe Ihnen noch ein paar Worte von ihm zusammengeschrieben, die man auch im Internet lesen kann, in englischer Sprache. Und da hat er gesagt, das muss dann auch im letzten Jahr gewesen sein, weil es ja heißt, im letzten Jahr hat er begonnen zu sprechen darüber. Er hat gesagt, der Antichrist ist schon geboren, er ist schon vor der Tür. Die halbe Hölle ist auf der Erde. Der Antichrist wird nicht anklopfen, sondern einbrechen. Ihr werdet seine Herrschaft erleben. Also das war vor knapp 30 Jahren. Wir erleben die Endzeit. Ihr werdet den Antichrist sehen. Die Anhänger des Antichristen werden auch die Messe besuchen. Sie werden sogar das Evangelium predigen. Also sie werden überall sein. Also die einen werden an den Antichristen glauben und die anderen nicht. Das zieht sich dann sicher durch die ganze Bevölkerung. Und dann sagte er, sein Zeichen ist nicht nur unsichtbar, sondern auch sichtbar wird es an Stirn und Arm angebracht werden. Und die härteste Prüfung wird die sein, dass Verwandte das Zeichen annehmen. Das geht dann quer durch die Familien und das wird das Schwierigste sein. Und zuerst wird das Zeichen freiwillig angeboten werden und mit seiner Intonisation wird dann jeder gezwungen werden, wie ich das schon Ihnen vorgelesen habe. Der Ungehorsam gilt einem Verrat gleich. Also wenn man das Zeichen verweigert, dann ist man ein Verräter. Die Flucht wird nötig sein in die Wälder. Und es heißt hier in diesen Schriften, die ich da gefunden habe, man soll Gruppen bilden von 10 bis 15 Personen. Einzelne können zu leicht von den Dämonen Schaden erleiden und sogar getötet werden. Die Dämonen können Einzelne von Felsen oder von Anhöhen herunterstoßen. Man soll nicht allein flüchten. Und Vater Gabriel sprach den Leuten Mut zu. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird euch schützen. Das heißt, er wird euch eingeben, wie ihr reagieren sollt. Dann in den bestimmten Situationen konkret, dann wird man einfach wissen, was man tun soll, was man sagen soll, wie man sich verhalten soll. Und er sagte auch, die wahren Gläubigen werden weder Hunger noch Durst fühlen. Das erinnert sehr an die Israeliten in der Wüste. Sie wurden durch das Manna gespeist, über 40 Jahre. Und er hat etwas Ähnliches gesagt, nämlich, dass das Blatt von einer Pflanze für einen Monat ausreichen wird. Oder auch, dass die Erde, wenn man sie segnet, sich in Brot verwandeln wird, durch das Zeichen des Kreuzes. Das ist wirklich nicht auszuschließen, denn ich weiß auch von etlichen anderen Botschaften oder Verheißungen von Heiligen, wo das auch gesagt wird, Gott wird seine Kinder wunderbar erhalten und ernähren. Er sagte auch, er kündigte auch an, Elia und Henoch werden auftreten und gegen den Antichristen kämpfen und diesen Kampf wird man sogar im Fernsehen mitverfolgen können. In La Salette ist mir bekannt, wurde auch angekündigt. Melanie hat das auch bekommen, dass Henoch und Elia zurückkehren werden. Das sind ja die beiden einzigen Menschen, die leiblich, ohne zu sterben, also in ihrem fleischlichen Leib, entrückt worden sind. Und diese beiden werden zurückkehren, um gegen den Antichristen zu kämpfen. Es ist auch bekannt, dass der Antichrist, sie werden zuerst machtvoll auftreten gegen ihn und viele Menschen zu Gott führen, aber am Ende wird der Antichrist sie besiegen und töten.
aber ihr Blut wird uns von der Herrschaft des Antichristen befreien, so heißt es in Lazarett. Sie geben ihr Leben hin, sie opfern ihr Leben für Christus und für das Heil der Seelen. Und ihr Märtyrertod, ihr Blut wird praktisch die Macht des Antichristen brechen. Wir wissen das aus der Apokalypse Kapitel 11. Dort ist das beschrieben, die zwei Zeugen. Sie werden getötet, ihre Leichen bleiben auf den Straßen der Stadt liegen, aber sie werden dann vor den Augen aller auferweckt durch Gott und in den Himmel aufgenommen. Und dann wird sozusagen, das ist jetzt meine Interpretation, der Antichrist unter Zugzwang geraten und deshalb lesen wir dann auch bei verschiedenen Heiligen, dass er die Himmelfahrt Christi nachäffen wird. Ich glaube, dass das der Grund ist. Wenn Henoch und Elia getötet werden und er triumphiert, der Antichrist, dann muss er aber sehen, dass sie vor den Augen aller in aller Öffentlichkeit in den Himmel aufgenommen werden. Dann gerät er selber ja unter Zugzwang, wenn er behauptet, der Christus zu sein. Und dann wird er versuchen, die Himmelfahrt nachzuäffen. Und das wird dann der Moment sein, von dem viele berichten, zum Beispiel Bartholomäus Holzhauser oder die heilige Hildegard von Bingen und auch andere Heilige, auch Lazarett. Da ist auch die Rede davon, er wird in Jerusalem seine Himmelfahrt inszenieren wollen und dann auf einer gewissen Höhe plötzlich, durch die Dämonen wird er hinaufgehoben, aber plötzlich wird er in die Tiefe stürzen, die Erde wird sich öffnen und ihn im feurigen Schlund begraben. Und das ist dann das Ende des Antichristen, von vielen Heiligen so berichtet. Deshalb scheint es mir denkbar, dass es so geschehen wird müssen. Es ist einfach, man kann sich das menschlich nicht vorstellen, wenn wir jetzt an der Schwelle einer neuen Ära stehen, des Reiches Gottes auf Erden, dann wird alles eine Umwandlung, eine Veredelung erfahren, die Menschheit und die ganze Schöpfung. Es wird Veränderungen geben und da hat man jetzt noch keinen Begriff davon. Und deshalb kann das jetzt noch sehr absurd und abstrus erscheinen, was wir jetzt lesen über diese Dinge. Auch das über die Außerirdischen. Aber mir scheint das nicht so abstrus, weil die Welt, in die wir hineingehen, vergeistigter sein wird. Und die bösen Geister wissen viel. Sie sind sehr intelligent, die gefallenen Geister. Und sie bereiten schon von langer Hand vor, weil sie ja mehr wissen als wir, was da kommt. Und sie wollen ja um jeden Preis die Ankunft Jesu Christi und seiner Mutter auf Erden verhindern. Das heißt jetzt nicht fleischlich oder leiblich, aber dass der göttliche Wille herrschen wird, dass Jesus herrschen wird und die Mutter Gottes mit ihrer unbefleckten Reinheit. Sie sagt ja in Fatima, mein unbeflecktes Herz wird am Ende triumphieren, das steht fest. Und was heißt das anderes als, dass alle Menschen, die dann auf der Erde leben werden, ohne Sünde sein werden, also unbefleckt, makellos. Sie vermittelt uns ihre Unbeflecktheit. Und das sind keine Märchen, das sind Wahrheiten. So ähnlich wie die alten Juden im Alten Testament auch vom Erlöser gehört haben, von dem, was er sagt und was er bringen wird. Man hat das noch nicht gekannt, man hat das nur gehört. So ist das jetzt ähnlich, dass wir auf etwas zugehen, wo man Dinge hört, die man sich noch nicht vorstellen kann. Wir können am besten nur das tun, dass wir uns fest im Glauben verankern, uns der Mutter Gottes weihen, im göttlichen Willen zu leben trachten und unser Motto, das einzige Motto, das sein möge, dein Wille geschehe. Dass wir uns jetzt nicht festhalten und festklammern an dieser oder jener Verheißung oder Ankündigung oder was da kommen soll, an gewissen Wünschen oder Befürchtungen, sondern das Einzige, was uns wirklich am Herzen liegen soll, ist, dass dein Wille geschehe, oh Gott. Dann er wird geschehen. Und wenn wir uns in Übereinstimmung bringen, je mehr wir das tun, umso besser, weil wir dann umso wirksamer auch dazu beitragen können, dass Christus, Jesus und Maria auf der Erde herrschen werden. Also mit dem Motto, dein Wille geschehe, sind wir am höchsten, am wichtigsten Punkt, an dem einzigen Punkt, der wirklich zählt.
Und da ist eben auch bei dem Text jetzt von Mönch Gabriel, von Vater Gabriel, auch in diesem englischen Text zu finden, während des Antichristen wird die stärkste Versuchung die sein, dass eine Rettung vom Kosmos her vorgegaukelt werden wird. Durch Humanoide heißt es dort, durch Außerirdische, also menschenähnliche, die in Wirklichkeit aber Dämonen sind. Also das, worauf es ankommt, sagt uns auch der Mönchsvater Gabriel, in den letzten Tagen werden die Liebe, die Demut und die Güte retten. Das Herz, wenn es mit der Liebe gefüllt ist, dann werden wir Gott sehen. Wenn unser Herz mit Liebe voll ist, dann werden wir Gott schauen. Wir sollen füreinander beten. Eure Gebete werden die Berge bewegen. Also seine letzten Worte waren die, liebt einander. Das ist nicht die Floskel, die man auch so hört, sondern wirklich die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die Liebe der Heiligen im Grunde genommen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch etwas bringen, was ich schon angerissen habe von Lazarett. In Lazarett wird das angekündigt durch Melanie, die da viele Ankündigungen eben Botschaften oder Verheißungen bekommen hat. Lazarett ist ja auch angekündigt. Bekannt ist vielleicht dieses Wort, im Jahre 1864 wird Luzifer mit einer großen Zahl von Teufeln aus der Hölle losgelassen werden. Stück für Stück werden sie den Glauben abschaffen. Und wenn man zurückschaut in der Geschichte, ist das nicht wirklich genau so gekommen. Stück für Stück, little by little, also nach und nach, wird der Glaube abgeschafft. Dort ein Stückerl, da ein Stückerl. Salamitaktik, immer wieder ein bisschen etwas wegnehmen. Und Menschen werden den Geist dieser bösen Engel annehmen. Eine große Zahl von religiösen Häusern, also Ordenshäusern, wird den Glauben ganz verlieren und verursachen, dass viele Seelen verloren gehen. Schlechte Bücher werden die Erde überschwemmen. Die Geister der Finsternis werden überall praktisch eine Entspannung verbreiten. Das heißt, relax, relax, also man soll sich da nicht mehr so Mühe machen, man soll sich nicht mehr anstrengen, man darf drauf los sündigen. Es ist alles praktisch erlaubt. Also Gott zu dienen, das erfordert keine Opfer mehr und keine Einschränkungen und so weiter. Sie werden eine große Macht über die Natur ausüben. Es wird Ge Kirchen geben, die diesen Geistern dienen. Und wir wissen, dass es heute so ist. Menschen werden von einem Ort zum anderen gebracht werden, also gepackt werden und transportiert werden von einem Ort zum anderen durch die Dämonen. Und was noch kommen wird, ist wahrscheinlich auch das, weil es dort heißt, die Toten und die Gerechten werden auferweckt werden. Also sie sagt aber nicht wirklich, sondern diese Toten werden aussehen wie gerechte Seelen, die einst auf der Erde gelebt haben. Also das heißt, die Dämonen werden die Auferstehung von Heiligen vortäuschen, um die Menschen leichter zu verführen. Also es werden vielleicht wirklich Leichname sein, die da bewegt werden und dann zu sprechen scheinen, sogenannte auferstandene Tote, aber das ist nichts anderes als der Teufel unter diesen Gesichtern und sie werden ein anderes Evangelium predigen. Im Gegensatz zu dem Wahren von Jesus Christus. Sie werden, man wird es daran erkennen, sie werden die Existenz des Himmels leugnen. Und es werden ihnen tatsächlich aber die Seelen der Verdammten sein, die so agieren werden. Sie werden, also diese Seelen werden erscheinen, als wären sie mit ihren Leibern, mit den Leibern verbunden. Es wird außergewöhnliche Wunder geben. Denn der wahre Glaube ist ausgelöscht worden und das falsche Licht erleuchtet die Welt. Die Zivilregierungen haben alle dasselbe Ziel, nämlich den Glauben verschwinden zu lassen und ihn abzuschaffen und zu ersetzen durch Materialismus, Atheismus, Spiritismus und alle Arten von Lastern. Spiritismus, da öffnet sich natürlich sofort die Tür zu den Dämonen und das heißt auch zu den Außerirdischen.
Und in dieser Zeit wird der Antichrist geboren werden von einer hebräischen Nonne, einer falschen Jungfrau. Der Vater wird ein Bischof sein und er wird Wunder wirken und nur von der Unreinheit leben. Rom wird den Glauben verlieren und Sitz des Antichristen werden. Das ist auch eine Aussage von Melanie. Die Dämonen in der Luft werden zusammen mit dem Antichristen große Wunder wirken auf der Erde und in den Lüften. Die Menschen werden mehr und mehr pervertiert werden. Also so in der Art, das soll auf uns zukommen. Aber auch hier heißt es, es ist Zeit, die Sonne verdunkelt sich, der Glaube allein wird überleben. Also praktisch auch wenn die Sonne sich verfinstert, am Glauben festhalten. Und jetzt möchte ich Ihnen auch noch Fulton Sheen zum Abschluss vorlesen. Er hatte nämlich etwas wie eine prophetische Vorausahnung und Daniel O'Connor sagt mehr noch ein Vorauswissen, presciently, sagt er hier sogar. Im Jänner 1947, ein paar Monate bevor dieser sogenannte Crash des UFO in Roswell geschehen ist, das war am 8. Juli 1947, hat Fulton Sheen eine Radioansprache gehalten, die ich Ihnen jetzt noch bringen möchte, in Auszügen. In Roswell, das war ja auch interessant, weil es sind ganz normale Gegenstände, Drähte und was weiß ich, für Materialien da gefunden worden, also nichts, was man nicht kennen würde. Aber die Armee hat behauptet, die ersten Aussagen waren, es sei ein UFO gewesen. Und angeblich wurde der leitende Offizier der US Air Force angewiesen vom Pentagon, das so zu erklären. Man hat das dann gleich wieder zurückgenommen, aber es ist einmal ausgestreut worden, diese Behauptung, es wären Außerirdische, es wäre ein UFO gewesen. Und seitdem geistert das herum und hat eine große Verbreitung gefunden. Und in Roswell, in diesem verschlafenen Nest, freuen sich die Leute, weil die Leute kommen, also die Besucher, denn die Orte anschauen wollen und gegen Eintritt darf man das dann tun. Also es ist dann wiederum ein Geschäft für die Anrainer und mit dem Hintergedanken aber von höherer Instanz irgendwie geschickt inszeniert, um die ganze Bevölkerung geneigt zu machen, an die Existenz von Außerirdischen zu glauben. Und das soll ja eben dazu führen, dass dann mit größerer oder größter Leichtigkeit der Glaube an die Existenz eines Schöpfergottes weggewischt werden kann. Man will einfach die Existenz eines Schöpfergottes eliminieren und damit natürlich auch Jesus Christus und seine Erlösungstat und die Existenz eines Himmels. Das will man alles wegschneiden. Und jetzt zu Fulton Sheen. Er hat gesagt, wir leben in der Dämmerung einer Zivilisation. Die Menschen wollen nicht glauben, wie schlecht die Zeiten sind oder dass die Zeiten schlecht sind. Die großen Massen ohne Glauben sind sich nicht bewusst eines destruktiven Prozesses, der im Gange ist, also eines Zerstörungsprozesses. Also damals, 1947, waren auch in den USA die großen Massen ohne Glauben. Wir sind ans Ende gekommen einer Nachrenaissance-Zeit, Post-Renaissance Chapter of History, also Nachrenaissance-Kapitel der Geschichte. Die Renaissance hat ja gelehrt und behauptet, der Mensch selber, das ist die Aufklärung. Wir brauchen Gott nicht, der Mensch selber ist das Maß aller Dinge. Das war die Renaissance. Und wir sind jetzt im letzten, also wir haben jetzt den letzten Schwanz von dieser Post-Renaissance, von diesem Abstieg, von dieser destruktiven Entwicklung, die ja jetzt für alle schon offensichtlich ist. Wir erleben die Liquidierung der Idee von der natürlichen Güte des Menschen. Also das war ja die Idee der Aufklärung. Der Mensch ist von Natur aus gut. Jean-Jacques Rousseau, der gute Wilde. Da hat man geglaubt, der Mensch ist von Natur aus gut. Man braucht ihn gar nicht erziehen. Das ist die anti-autoritäre Erziehung. Der Mensch ist ja eh von sich aus gut. Er hat nichts Verdorbenes in sich. Und wir sehen jetzt die Liquidierung dieser Idee. Wir erleben vor unseren Augen, dass diese Idee nicht stimmen kann.
ein Mensch, der wäre von sich aus gut und braucht Gott nicht, der ihm die Rechte gibt, also die Gebote. Und man meint eben mit im Geiste der Aufklärung, der Renaissance, das ist noch immer dieser Geist, man meint, der Fortschritt ist automatisch dank der Wissenschaft. Also je mehr wir Wissenschaften haben, je mehr wir verstehen, je mehr die Technik voranschreitet, umso also proportional gleich ist der Fortschritt. Das ist ja auch eine Täuschung. Die ist ja auch jedem schon klar geworden, der ein bisschen das eigene Hirn einschaltet, sozusagen, der den Hausverstand gebraucht. Also man plant oder man wünscht mit im Geist dieser Renaissance, der Aufklärung, einen Menschen machen, man will einen Menschen machen, eine Art von Gott. So sagte Wells, das ist der Schöpfer der Science Fiction, also dieser abstrusen Idee, dass der Mensch selber sich praktisch zu Gott machen kann mit der Wissenschaft. Wir brauchen dann nicht den Schöpfergott, der uns die Gebote gibt und der uns erlöst hat, weil wir uns selber erlösen können, meint der Mensch, vor allem mit seiner Wissenschaft und mit der Technik, mit dem Fortschritt. Die Füße auf der Erde und die Hände unter den Sternen, also die Raumfahrt und die ganzen Entdeckungen, die Entwicklungen, das wird uns vorwärts bringen und wir werden eine wunderschöne Welt bauen, voller Wohlstand, voller Frieden. Man sieht es ja. Der Konflikt der Zukunft, sagt Fulton Sheen, wird sein oder ist zwischen dem Absoluten, zwei Absoluten. Auf der einen Seite ist der Gottmensch, Christus, auf der anderen Seite ist der Mensch Gott, also der Mensch, der sich selber zu Gott macht. Also Christus und der Antichrist. Das wird der zukünftige Kampf sein, sagt er 1947. Also Christus und seine Gefährten und auf der anderen Seite der Antichrist und seine Gefährten. Das lesen wir auch im Goldenen Buch beim heiligen Ludwig Maria. Der Antichrist wird sich nicht so nennen, sonst hätte er keine Gefolgsleute, sagt Fulton Sheen hier auch. Also der Antichrist wird sich nicht so betiteln. Hallo, ich bin hier, ich bin da, ich bin der Antichrist. Das würde ihm keine Gefolgsleute einbringen. Er wird sich anders nennen. Und der Teufel macht uns glauben, dass er nicht existiert, weil er nie so stark ist wie dann, wenn die Menschen nicht an seine Existenz glauben. Umso mehr Macht kann er ausüben. Er wird als der große Wohltäter kommen, von Frieden, Wohlstand und Reichtum sprechen, also von Wachstum und so weiter. Aber wer wünscht sich das nicht? Er wird Bücher schreiben über die neue Idee von Gott. Also es wird den Leuten schmecken, wie sie leben sollen. Er wird keine moralischen Vorschriften machen, sondern er wird den Leuten nach dem Mund reden. Eine neue Idee von Gott. Er wird den Glauben in die Astrologie hineinführen oder mit der Astrologie verbinden, sodass nicht mehr der Wille, unser menschlicher Wille, verantwortlich ist, sondern die Sterne für die Sünden. Er wird die Schuld psychologisch wegerklären. Er wird die Wissenschaft fördern, aber nur wegen eigentlich der Waffenrüstung, um einander zu vernichten. Und er wird die Scheidung fördern. Man wird sich den Partner aussuchen, der einem halt irgendwie vitaler erscheint, so ähnlich sagt es hier Fulton Sheen. Er wird die Religion anrufen oder sich auf die Religion berufen, um die Religion zu zerstören. Also er wird von der Religion reden, aber nicht die Religion meinen, sondern er wird sie zerstören. Er wird sogar von Christus sprechen und sagen, dass er der größte Mensch gewesen sei, der je gelebt hat. Aber er wird sagen auch, dass er die Menschen von Aberglauben und Faschismus befreien will. Also Christus hat einmal gelebt, aber zugleich wird er eigentlich nur das Ziel haben, uns von diesem Glauben an Christus wegzubringen. Also das ist dann seiner Ansicht nach die Befreiung von Faschismus und von Aberglauben. Und er wird redegewandt und aalglatt auftreten, von Freiheit und Gleichheit sprechen. Das sind ja genau die Ideale der Freimaurer. Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit.
Er wird sogar die Auserwählten täuschen. Also Fulton Sheen sagt voraus, nicht nur die Ungläubigen oder die abgefallenen Christen, die nicht praktizierenden Christen, sondern auch jene, die wirklich noch praktizieren und ihren Glauben ernst nehmen, sogar die wird er täuschen. Er wird eine Gegenkirche aufbauen, die die Kirche nachäffen wird, denn der Teufel ist der Affe Gottes. Sie wird alle Merkmale und Charakteristika der Kirche haben. Also die Gegenkirche wird genauso ausschauen. Aber ins Gegenteil umgekehrt und leer von ihrem göttlichen Inhalt. Daran wird sie zu erkennen sein. Es wird ein mystischer Leib des Antichristen sein, die in allen Äußerlichkeiten dem mystischen Leib Christi ähnlich sein wird. Und doch wird es eine andere Kirche sein. Er sagt auch, es ist eine Art Weltparlament der Religionen, eine Welteinheitsreligion, aber scheinbar ganz ähnlich der Kirche Christi. Und durch die heutige Mittelmäßigkeit und die Kompromisshaltung vieler Christen wird sich das leicht dann, wird das Fuß fassen und die Menschen werden sich verführen lassen. Und es hat schon praktisch die Amalgamierung begonnen, also die Vermischung des christlichen Geistes mit dem heidnischen Geist. Also das Gold ist verheiratet mit einer Legierung, so erklärt er das. Das Gold, das ist Christus, das Christentum, die katholische Kirche und der heidnische Geist, das ist eine Legierung, das ist eine Vermischung von allen möglichen Metallen, also ein Gemisch. Und das ist vermählt und verheiratet. Wie soll das jetzt wieder auseinandergebracht werden? Wie soll die katholische Kirche da wieder frei werden davon? Und daher sagt er, das Ganze muss in den Feuerofen, Hochofen geworfen werden, damit die Schlacke wegbrennt. Und das ist dann diese große Läuterung. Diese große Läuterung ist notwendig, damit die Prüfung wird uns trennen von der Schlacke. Also uns, sagt er hier, wir wollen ja an Christus, wir glauben an Christus, wir wollen zu ihm gehören. Und das heißt, wir wollen alles weglassen und uns von allem lossagen, was nicht Gott ist und was nicht zu ihm gehört. Also muss praktisch das Edelmetall, das Gold von der Schlacke getrennt werden. Und er sagt auch, es ist nicht so sehr ein dritter Weltkrieg zu befürchten. Er sagt hier so, also ich weiß es jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, kommt ein dritter Weltkrieg oder kommt er nicht? Natürlich ist es zu wünschen, dass er nicht kommt, das wäre etwas vom Schlimmsten. Er meint, es ist nicht der dritte Weltkrieg so sehr zu fürchten wie die Wiedergeburt des Leviathan, das Kommen des Tages des Tieres, also wenn der Tag des Tieres kommt, der Antichrist, ist hier gemeint. Denn dann wird es kein Kaufen und Verkaufen geben, außer mit diesem Zeichen des Tieres, das das Kind von der Mutter der Mütter verschlingen will. Da spielt er an auf Apokalypse 12, die Frau mit der Sonne, die einen Sohn zur Welt bringt. Der Drache möchte ja diesen Sohn verschlingen. Und deshalb zwingt er allen dieses Zeichen auf, um zu kaufen und zu verkaufen. Und dann spricht er die Worte aus, einst hat der zähmende Talisman, wenn einmal der zähmende Talisman, er meint hier das Kreuz, wenn der gebrochen ist, dann wird die Grausamkeit der alten Schlechter wieder aufflackern, der alten Kämpfer oder Schlechter. Dann werden die alten Steingötter, die Götter aus Stein, wieder sich erheben aus dem vergessenen Staub und sich den Staub von 1000 Jahren aus den Augen reiben. So spricht er, das ist seine bildhafte, starke Sprache. Und Thor wird aufspringen. Thor war ja ein heidnischer Gott. Und mit seinem Riesenhammer wird er beginnen, die gotischen Kathedralen zu zerschmettern. Also das sagt er so auf diese Weise prophetisch voraus. Man wird die Kirchen zerstören und vernichten wollen. Und immer wieder in der Geschichte, so hin und wieder, wird dem Teufel eine lange Leine gegeben, da wir nie vergessen dürfen, der Herr hat zu Judas gesagt und zu den Seinen, das ist deine Stunde. Also der Teufel hat immer wieder seine Stunde, aber Gott hat seinen Tag. Das spricht er hier im Kontrast aus. Zum Teufel sagt er, das ist deine Stunde. Oder zu Judas. Aber er selber, er hat seinen Tag.
Der Teufel hat die Stunde, wo er den Hirten schlägt und die Herde zerstreut, aber Gott hat seinen Tag. Und dieser Tag wird dem ganzen Treiben des Bösen ein Ende bereiten. Und er spricht sogar von einer dunklen Nacht. Also er fragt eigentlich, hat sich die Kirche vorbereitet für eine so dunkle, dass praktisch eine päpstliche Wahl außerhalb von Rom nötig werden wird. Und er fragt, ob sich die Kirche darauf vorbereitet hat. Also das sind wirklich sehr starke prophetische Worte. Er ist wie eine Trompete gewesen. Ja, ich möchte mit diesen Ausführungen jetzt schließen. Auf jeden Fall sehen wir, dass es wirklich ernst ist. Im Grunde genommen, es ist ernst, weil wir die ganze Entwicklung der Dinge sehen. Was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist vielleicht vieles neu. Das macht noch stärker diesen Eindruck, dass wir wirklich am Ende der Endzeit stehen. Also nicht nur in der Endzeit, sondern am Ende dieser Endzeit. Diesen Eindruck habe ich persönlich auch. Und deshalb ist es wichtiger denn je, eigentlich das Einzige, was zählt, dass wir am Glauben festhalten, dass wir an Christus festhalten, dass wir der katholischen Kirche treu bleiben. Und Christus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Er ist der Weinstock, mit ihm müssen wir verbunden bleiben. Und ich möchte das jetzt auch noch anfügen, der Papst ist nicht der Weinstock. Der Papst ist eine Rebe. Wenn der Papst jetzt wie eine Rebe dürr werden sollte, dann wird Christus ihn vielleicht vom Weinstock abhauen oder abschneiden. Wir hoffen, dass es nicht so kommt, aber wir wollen mit Christus verbunden bleiben, mit seiner Kirche. Es geht also wirklich darum, dass wir, egal was der Papst jetzt tut, wir wollen ihm folgen, solange wir können. Und wir wollen es absolut, aber wir dürfen ihm nicht folgen, wo es nicht mehr möglich ist, wo er nicht mehr mit Christus verbunden ist. Weil wir mit Christus verbleiben wollen, verbunden bleiben wollen. Wir sind Rebzweige und wir wollen grüne Rebzweige bleiben an dem einzigen Weinstock, der Christus ist. Das ist für uns jetzt essentiell in diesen Zeiten. Und bei all den Neuigkeiten und Nachrichten und Ereignissen, die uns noch überraschen werden, bleibt immer diese eine Wahrheit im Zentrum. Christus ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Wir wollen mit ihm verbunden bleiben und uns um keinen Preis von ihm trennen. Wir wollen in seiner Kirche bleiben. Das heißt, seiner Lehre treu bleiben, dem Evangelium, den Geboten und der Kirche, der Liturgie. Und wir wollen im göttlichen Willen leben an der Hand der Mutter Gottes, die uns ihre Unbeflecktheit verleihen wird. Das ist unsere Zuversicht. Und deshalb brauchen wir auch nicht zu ängstlich zu sein. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht einmal Sorgen zu machen. Das wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen. Die einzige Sorge, unsere Sorge sollte wirklich die sein, Gott zu lieben, ihn anzubeten und seinen Willen zu tun. Da zeigen wir ja unsere Liebe, wenn wir seinen Willen tun. Also ihn zu lieben, ihn zu verherrlichen und die Seelen zu retten, das heißt die Seelen zu Gott zu führen. Das ist eigentlich unsere einzige Aufgabe. Und da gibt es dann keinen Platz und keinen Grund mehr für Angst und Sorge. Denn es ist uns verheißen. Die Heilige Schrift sagt es uns und viele Heilige sagen es uns. Auch viele Theologen und Priester und Päpste haben das bestätigt. Es kommt die Zeit, wo Gott auf der Erde herrschen wird. Das heißt, alle Herzen der Menschen werden ganz Gott gehören und der Immaculata. Gelobt sei Jesus Christus.